Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und beim Spiel der Spiele bei XCOM 2. Wir sind kurz vor Düsterer Mörder und wir bringen hier mit Plastiklöffeln noch einen Sniper mit ins Team. Ein Specialist mit Max Monster, zwei Grenadiere mit Lestrak und Buckfish und Engai und Bero kümmern sich um den Nahkampf. Wir starten den Einsatz. Hadere, wie gesagt, im letzten Einsatz schon gesagt, so ein bisschen mit dem Metagame, also mit der Weltkarte. Seit geraumer Zeit einem Alien-Kollaborateur auf der Spur und kennt nun seine Position. Wir sollen uns um die Zielperson kümmern, also gehen wir rein und sichern das Gebiet. Neutralisieren Sie alle Feinde und bergen Sie die Zielperson möglichst lebendig. Wenn alles andere fehlschlägt, schalten Sie sie aus. Weil ich habe irgendwie keine richtige Ahnung, wie man dieses Avatar-Projekt effektiv stoppt. Also es hieß mal in irgendeinem Let's Play mit Gorilla Ops, aber die kommen ja relativ selten, diese Gorilla Ops. Und stoppen das Ding auch nicht wirklich. Und bis man diese Einrichtung hier erreicht, muss man sich super schnell ausbreiten. Und dafür hat man einfach die Knete nicht. Also... ich bin momentan ein bisschen ratlos. Ich muss mich noch mal ein bisschen informieren. Menace 1-5, Zielort bestätigt. Sofort angreifen. Eliminieren Sie alle Feinde. So, feindliche VIP gefangen nehmen oder ausschalten. Der Trupp ist verborgen. Okay, wir haben wieder eine Rundenbegrenzung. Wir können hier die Straße lang. Okay, hier sind dann bestimmt die Truppen. In diesem komischen Advent-Bereich. Begebe mich zur Zielposition. Noch ist nichts sichtbar. Bero ein Feld weiter. Noch nichts sichtbar. Immer noch nichts sichtbar. Nähere mich der Zielposition. Okay, bin unterwegs. Ja, wir müssen schneller vorrücken, weil die 12 Runden werden hart. Ich sag euch das jetzt schon. Move, move, move. Erstmal hier. Bestätigt. Gleiches Problem für Max. Und Max kommt bis hier. Alles klar. Tempo. Okay. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Da kommt was, oder? Kommt da nichts? Doch, da ist was. Okay. Ziele, Leute, Ziele. Okay. Ein Schlangerich, ein Sektoid. Und los geht's. Nein! Oh Gott, nein, 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 nein! Was ein Missklick. Scheiße. Den habe ich ganz sicher erwischt. Okay, man hat den direkt im ersten Dingen schon rausgezogen, aber... Mann! Wie bescheuert! Das geht mir jetzt schon wieder auf die Fritte. Mann! Plastiklöffel.
Feuer. Okay, 6 Schaden. Umlöffel. Finish him. Daneben. Not even close. Befehl bestätigt. Dummen Schuss. Go, go, go! Feuer. So denke ich mir das mit dem Bero. So, Bero kann sich noch weiter bewegen, ne? If you say so. Okay, Enga ist weiterhin verborgen, weil er die Fähigkeit dazu hat. Okay. Genau wie der Max. Bin schon dabei. Okay, jetzt müssen wir vorsichtiger vorrücken. Kostenloses Nachladen. Ein bisschen vielleicht verschwendet, aber naja. Ich gehe lieber in den nächsten Kampf rein mit. Wenn es sein muss. Vollem Zeug. Wo ist denn hier überhaupt der Eingang? Da hinten. Muss man vorher an dem Teil hier vorbei. Oder oben durchs Dach. Okay, das ist vielleicht sogar die bessere Option. Beru, immer oben aufs Dach. Solid copy. Okay, hier ist was los. Zwei Sektoids und ein Schwert. Die Glöffel ist jetzt, sieht jetzt hier ziemlich beschissen aus. Go, go, go! Watch. Halte die Augen offen. Da gibt's keine Deckung, hier gibt's volle Deckung. Overwatch. Mir entgeht nichts. Gucken mal, ob wir das hier hacken können. Infiltriere ihr System. Soldat erhält völlige Immunität gegen die nächsten zwei Angriffe bei Fehlschlag Feedback. Gescheiterter Hackversuch verleiht allen Feinden Mobilitäts- und Verteidigungsschub. Nee. Das will ich nicht abbrechen. Dafür sind wir noch zu schlecht im Hacken. Wir geben das Hilfsprotokoll nach oben. An den Beru. Gehen in den Overwatch. Feuerschutz. Okay, da hat das Hilfsprotokoll vielleicht sogar geholfen. Ja, die Sektoids. Und das Gedankenkontrolle, oder was kommt da?
Okay, er wollte den Panik versetzen oder so. Overwatch, alles klar. So, wir gehen mal weiter. Wo ist Löffel? Hier, Löffel hat Sicht. Mega beschissene Zielwerte. Puh, aber einer ist in Overwatch, das ist nicht so geil. Du siehst einen, nämlich du siehst den Schlangerich. Lesrak. Granate. Die ist für dich. Gucken wir mal. Gute Reise. Habe ich gerade freigeschaltet. Bin gespannt, was das ist. Okay, ich habe die VIP getötet. Okay. Das war jetzt nicht Sinn der Sache, aber besser als nichts, ne? So. Wo ist denn mal der Abholpunkt? Der ist da ganz hinten. Das heißt, ich muss da so oder so vorbei. Du hast jetzt auch eine bessere Zielchance auf den. Feuer. Kritisch, sehr schön. Aber er lebt noch mit einem Lebenspunkt. Granate. Okay, die kann er nicht nach oben schmeißen. Der Overwatch-Typ hinten macht mir ein bisschen Sorgen. Aber wir finishen, glaube ich, erstmal den Schaden. Daneben. 94%, Leute. Not even close. That's no good. That's no good. Und los geht's. Von hier aus sehen. Kannst du nicht. Alles klar. Overwatch. Scanner Gebiet. Max Monster sieht ihn noch. Feuer. Okay. Ziel erledigt. Der Mann fürs Grobe, ne? Max Monster. Ich bin aufgeflogen. Da oben ist noch der Overwatch-Kerl. Nur noch Engai. Position bestätigt. Da kommt was. Okay, da war ein Overwatch. Wird jetzt die VIP wiederbelebt? Anscheinend. Ja, du da oben hast keine Chance. Der Bero kommt gleich noch da oben und haut dich platt. Weitere Feinde im Anmarsch! Da hinten kommen Unterstützungstruppen. Menes 1-5, wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist.
Manners 1-5, Vorsicht! Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Los geht's! Ja. So, Beru, Schwerthieb. Mein Platz. Da unten ist noch ein Schildträger drin. Hab ich gesehen. I got it, right? Hier war noch irgendwas mit Schilden drin. We've got Advent here. Oh, Mech. Okay. Ein Mech und ein Schildträger. Oh, und der Mech flankiert Beru. Gut, dass er sich nochmal bewegen darf. Sie sehen mich. Out there, Beru, okay, out there. Go. Damn it! Ziel ausgeschaltet. Unsere Sniper echt, also wir haben da kein Glück. I'll get him next time. Backfisch. Overwatch. Feuerschutz. Max Monster. ...40% Schuss. Willst du das wirklich machen? Overwatch. Na los, zeigt euch! Und die Unterstützung. Oh, noch ein Mech. Und zwei Stunlancer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Missionen sind, glaube ich, aber auch inzwischen so hart, weil ich noch keine Aufwertung habe. Ne? Also. Nee. Ziel verfehlt. Okay, Lesrak flankt, wird geflankt. Schaden! Schild. Oh, der Mech hat ein Schild. Verdammte Kacke. Okay. Wir starten mit Max Monster. Verstanden, rück ab. Gremlin Heilung auf den Lesrak. Heilbot unterwegs. Bestätigt. Okay. Feind ausgeschaltet. Ein Problem weniger. Das sollte ich mir aus der Nähe ansehen. Iridiumkern. Ich habe die Ware. Jetzt komme ich!
Warte! So, dann ist wenigstens ein bisschen hoffentlich auch von dem Schild weg. Okay, eine Rüstung zerstört und das Schild müsste weg sein. Der Bot ist jetzt unten. Schild ist entfernt. Plastiklöffel sieht nichts mehr. Immer nach vorne. Moving out. Und ein Nachladen. I'm ready. So. Puh, der Lesrak. 100% auf den Mech. Finish him. Bewegt er sich auch nicht mehr? Anscheinend nicht, ja? Beru. Ich gehe ein Risiko ein, Leute. Der wird noch leben, aber ich werde ihn stunnen damit. That arm is tough. Nicht gestunnt? Fuck. Wozu hab ich das Schwert denn? Okay, daneben. Puh. Okay, die anderen Verstärkungstruppen hinten haben anscheinend noch keine Sicht oder so. Das ist perfekt. Hab ihn erwischt. So, noch 6 Runden. Wird schon nicht passieren. Holen erstmal die von hinten nach vorne. Solid copy. Ist spannend, Leute. Das kann man ja jetzt auch mal so stehen lassen. Bin dabei! 6 Runden wird auch hart. Wir müssen immerhin noch an 2 Mechs und 2 Stunlancern vorbei. Max Monster. Kommt bis nach oben. Ich gebe ihn erstmal hier in die Ecke. Bewegung, Bewegung! Beru. What's over there? Man, reload. Let's rock. Nachladen. Holen wir sie uns. Kommt ich was? Sehe Elfentruppen. Alles klar. Wir haben Backfisch hier unten. Für die Rüstung. Das ist Plastiklöffel. Backfisch hat keine Sicht. What the fuck? Okay.
Lesrak. Was ist da drüben? Ich kann so oder so nur eine Rüstung wegziehen, das heißt, ich versuche mal eine Splittergranate hier. Okay, noch nicht. Wie weit kommt denn Backfisch? Max müsste weg. Er kann gerade eh nicht viel ausrichten. Nein! Ach, komplette Kannst du eine Granate hier rüberwerfen? Auf den, immerhin, komm. Bevor du gar nichts machst. Daneben. Nicht gut. So geht das. It's dead. It has to be dead. I'm trusting you here. Okay, Backfisch. Da ist irgendwo noch so ein Stunlancer, aber der läuft hier irgendwo noch rum. Gib ihm noch mal eine Heilung. Ich habe Angst, dass das Dach einstürzt, ehrlich gesagt. Daneben. Kann mich nicht bewegen! Go. Sporte los. Wie wahrscheinlich ist das, dass ich den töte? Mit dem Lesrak? Gar nicht so unwahrscheinlich, der hat magnetische Waffen. Und der flankt ihn. 92%, come on. Sechs Schaden hat gereicht.
Gut, ich habe ihn erwischt, oder? Und Beförderung für Lesrak. Hat er sich redlich verdient. So, Plastiklöffel hat in diesem Spiel hier überhaupt nichts gemacht bisher. Location confirmed. Ist aber auch schwer für die Sniper, wenn sie gerade frisch reinkommen und auch noch eine Waffe haben, die auch noch nicht auf dem Stand ist. Los geht's! Scanning. Menace 1-5, feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Wo? Unterwegs. Bin schon dabei. So, nächste Runde müssten wir rauskommen. Stepping off. Bewegung, Bewegung! Wenn jetzt hier nicht noch was ganz Fieses passiert, haben wir's. Already there! Schon unterwegs! Wird schon nichts passieren. Ich bin weg. Heading home. Und los geht's. Packen wir die Sachen. Heading to that location. I'm going. Ja, Plastiklöffel, du hattest mehrere Chancen hier was zu machen. Hast du ein bisschen daneben geschossen. Legen wir endlich los. Nichts wie weg. Ich muss dringend die Waffen upgraden. Aber ich muss so vieles dringend machen. Drücke aus. Packen wir die Sachen. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Okay. Captain Beru, zweimal dabei und Lesrak Dark auch zweimal dabei. Aber der eigentlich zuverlässigste Mann in unserem Team ist eigentlich der Max Monster. Der ist in jedem Einsatz bisher dabei gewesen, fast. Also bis auf ganz am Anfang. Und der hält das Team einfach zusammen. Seinen Heilungsdrohnen. Ohne den wären wir schon öfter verkackt. Guter Mann. Ja, und Plastiklöffel, ich weiß nicht, das war nix. Backfisch hat ein bisschen blöd gestanden immer.
hat zu wenig Ziele. Und die Granaten reißen es halt immer raus, ne? Beeindruckend, Commander. Die Aliens fragen sich bestimmt immer noch, was sie getroffen hat. So, befördern wir den Lesrak. Was hat er denn hier? Seine Granaten verfügen über ein Feld größeren Sprengradius und richten zwei mehr Schaden an. Das ist sehr, sehr toll, ja. Schieße mit minus 15 Zielsicherheit. Wenn du triffst, schießt du automatisch nochmal drauf. Nee, die Granaten. Granaten, 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 Leute. Wichtig! Und weiter. Mein Iridiumkern geborgen. Sie und Ihre Männer haben den Aliens heute einen weiteren schweren Schlag versetzt, Commander. Okay, schnell wieder zurück hier. Vorratslieferung verfügbar. Avenger Energie. Nicht jetzt. Wir wollten hier Kontakt herstellen. Setze Kurs auf die osteuropäische Zone. Wir wollten eigentlich hier unten Kontakt herstellen. Hier wollten wir Kontakt herstellen. Commander, wir müssen diese Region erst vollständig scannen, bevor wir den Kontakt zum lokalen Widerstand herstellen können. Ich empfehle, hier zu bleiben und den Scan zu beenden. Aber die Entscheidung liegt bei Ihnen. Hier, da ist nämlich nur noch zwei Tage. Säuregranate. Eine Säuregranate wurde hinzugefügt. Nehmen wir zurück kurz. Testbereich. Wir sind soweit, Commander. Wenn Sie einen Schädelstecker brauchen, können wir jederzeit einen bauen. Ja, komm, mach mal hier Schädelstecker. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. Was auch immer dieser Schädelstecker macht. So, hier noch 8 Tage fürs Energierelais. Was kann man eigentlich hier noch Tolles machen? Nichts. Okay. Aber es war schon in XCOM 1 so, dass die Kommunikationszentralen einfach extrem wichtig waren. Da hatte man diese Satelliten, ja. Die musste man möglichst schnell ziemlich hochziehen, damit das hier nicht gewinnt. Indien haben wir jetzt. Hallo Inder. Willkommen beim Widerstand. Lang lebe der Widerstand! Ja. Neue regionale Kontakte gefunden. Okay, Asien. Und Indonesien. Okay. So, was machen wir jetzt? Ich denke, wir gehen noch mal rein und bauen ein paar Waffen. Technikabteilung. Commander? Gegenstände herstellen. Gefechtsscanner, Gedankenschild, Blendgranate. Gremlin Mark II kostet 50 Vorräte. Ich will eigentlich die Waffen herstellen. 150 für das Gauss-Gewehr. ...75 für die Splitterkanone. Okay. Wir haben bemerkt, dass die Avenger dazu neigt, nach vorne... So, dann holen wir uns die Vorräte. Berechnet neuen Kurs. Und dann gehen wir hier rein. Das ist ein UFO. Wir haben alle Ressourcen eingesammelt. Ignorieren. Neues Personal, ein Wissenschaftler, Ingenieure und Veteran. Ignorieren erstmal. So.
Wir haben jetzt Vorräte genug, wir gehen jetzt zurück und bauen weiter Waffen. Technikabteilung. Was kann ich für Sie tun, Commander? Gegenstände herstellen, bitte. Waffen. Das Magnetgewehr müssen wir herstellen. Rüstung. 30 Vorräte. Bau die Rüstung. Okay, wir haben nur eine Rüstung. Das ist natürlich scheiße. Gegenstände. Gedankenschild, Gefechtsscanner. Medikit haben wir schon. Rauchgranate. Wir brauchen noch eine Blendgranate. Testbereich. Okay, die sind da in ihrem Projekt involviert. Okay, beim nächsten Mal hauen wir die hier weg in Indien und hoffen, dass das Avatar-Projekt damit ein bisschen reduziert wird. Wie sieht's eigentlich um unsere Truppen aus? Hier unten in der Waffenkammer, es sind alle fit. Soldaten anzeigen. Lesrak Dag ist erschüttert, aber verfügbar. Meister Umbrin ist verfügbar. Okay, alle unsere Soldaten sind verfügbar, Leute. Das heißt, wir können mit voller Wucht zuschlagen. Wir haben alle Waffen-Upgrades, die wir uns bisher leisten können. Wir haben eine Nano-Weste, um einen Soldaten besser zu schützen. Und wir werden das rocken, oder? Können wir noch den Gremlin Neue eigentlich Befehle, herstellen? Commander? Wenn wir noch den Gremlin herstellen, könnten wir das geil. Können wir auch noch, okay. Gremlin haben wir auch noch hergestellt. Keine Vorräte mehr. All in auf diese fiesen Möps. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt XCOM 2. Bis dahin, have fun, euer Quali. Tschüss.